So, hallo, bevor ich mich jetzt zur Ruhe begebe, will ich es noch einmal wissen. Ich starte noch mal ein paar April Fool Versuche. Es ist halt eine Challenge. Ich habe schon gesagt, ein Spacebar-Item, was sich selbst wieder auflädt, das wäre cool. Weil dann könnte man so viel Mist damit machen, ne? Du könntest ja einfach im Raum stehen bleiben und es immer wieder einsetzen. Du müsstest nicht mal den Raum schaffen dafür. Du könntest das Spacebar-Item immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder einsetzen. Das wäre awesome. Und es ist ja Random-Effekt, ne? Es kann dann alles. Das ist schon cool. Das wäre so mein Ziel. Ne? So eine. Zum Beispiel im Shop gibt es ja meistens diese Flamme, die man werfen kann. Das wäre zum Beispiel so ein passendes Item. Na, das wäre zum Beispiel so eins. Oh, Virtual ist natürlich auch eine coole Geschichte. Gar keine Frage. Virgo ist eine coole Geschichte schon mal. Da haben wir schon mal einen gewissen Schutz jetzt drin. Ist halt dann die Frage, kriege ich den irgendwie so, dass er bei einem Topf gesprengt wird? Komm her. Ja, sei halt nicht so inkompetent. Geh halt in so eine Lücke rein. Ja. Toll. Ich meine, ich habe die Töpfe gesprengt, aber leider haben sie nicht das gegeben, was sie gesucht haben. Okay. Schauen wir mal, was die Münze bringt. Nix. Der Schlüssel war eine Bombe. Und die Münze war auch wieder nix. Okay. Wie gesagt, meine Vermutung ist auch noch, dass die Items sozusagen, die man dann an jeweils dem Ort und Stelle bekommt, dass die trotzdem noch passend sind. Und es halt nur, anders angezeigt wird. Na, also, dass man wirklich beim Boss noch ein Boss-Item bekommt, dass man im Satan-Raum ein Satan-Item bekommt und so weiter, also ein Satan-Deal-Item bekommt. Und so weiter. Das ist meine Vermutung. Wissen kann ich es nicht, ganz klar. Aber das ist meine Vermutung. Das war jetzt auch wieder eine Bombe. Oh mein Gott, ey. Jetzt, das Blöde ist jetzt, wir müssen jetzt wieder gegen Bloat bestehen und wir haben halt fast nichts. Wir haben halt effektiv fast nichts, was wir tun können. Ich kann mal noch den Geheimraum mitnehmen. Ich hätte kartentechnisch. Ach so, weil das der andere. Okay. Dann wüsste ich nicht, wo der andere Geheimraum ist. Dann kann er überall sein. Okay. Ach, Bloody. Ah, nein. Ach so. Es hat zwar. Ah, ich wollte gerade sagen, es hat zwar Virgo gesagt, aber ich bekomme nichts mit von Virgo. Jetzt haben wir den Schild. Jetzt haben wir den Schild. Warum hat der Schild nicht. Hat sie nur eine Wahrscheinlichkeit? Reagiert die nicht immer, wenn man getroffen wird, dachte ich? Ah, scheinbar nicht. Oh mein Gott. Scheinbar hat die nur eine Wahrscheinlichkeit. Ja, das war's. Das nützt mir nicht. Das ist ein komplett beschissener Anfang gewesen. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich rewinde jetzt so lange, bis ich mein Spacebar-Item bekomme, was ich haben möchte. Also, Virgo ist cool und alles, aber das bringt ja so nichts. Ich habe keine Lust, gegen den zu kämpfen, wenn ich so schwach bin. Und ich muss zigmal gegen den kämpfen. Okay, komm, gib mir was Brauchbares. Oh, das ist diese Springbombe. Die ist witzig. Die hört praktisch nicht auf, eine Trollbombe zu sein. Naja. So. Keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Es hat überhaupt nichts gemacht. Es hat weder bei den Münzen was gemacht, noch bei den Schlüsseln, noch bei den Herzen. Und das Gleiche. Oh mein Gott. Grundsätzlich ein cooles Item.
Leider ist es nicht das, was wir sehen. SMB All Stats Up. Nice. Das war dafür viel besser. Das wäre dieses Rad gewesen in der Realität. Das ist dieses. Sag schnell, Zahnrad. Das ist das SMB-Item. Nice. Gutes Item. Das ist ein All Stats Up-Ding. Also Damage Up, Range Up, Tears Up, AP Up. Sehr, sehr nice. Da spielen wir auf jeden Fall erstmal weiter. Das Gefährlichste bei April's Fools ist halt wirklich so, du hast sehr wenig Möglichkeiten, dich wieder aufzufüllen, wenn du getroffen wirst. Das ist das Gefährliche, weil Herzen halt nicht Herzen sind. Manchmal sind Münzen Herzen, ne, aber es ist halt, wie gesagt, es ist eine gefährliche Geschichte. Nein! Ah, oh, ich will die kaputt machen, bevor die irgendeinen Kacke machen. Ja, okay, sehr schön, haben wir. Haben wir alles im Griff hier. So. Okay, mehr kann ich nicht tun. Doch, da oben ist noch ein Raum. Den visiten wir schnell noch. So viel Zeit muss sein. Ich gucke auch noch mal kurz nach Steinen. Sehe aber hier nichts weiter. Ich hätte halt gern noch einen Schlüssel für die Kiste. Das könnte halt noch... Ach so, wir haben auch noch nicht den Shop. Dann ist der hier oben, ja. Schlüssel wäre halt noch awesome. Er ist leider kein Schlüssel geworden. Hier ist auch leider nichts, was mir irgendwas bringt. Okay. Probieren wir noch zu sprengen. Vermutlich hier. Zwei Bomben. Okay, also es hat was gebracht im Sinne von, ich bin mit einer Bombe rein, ich habe zwei Bomben rausgebracht, aber ich habe leider nicht den Schlüssel bekommen, den ich gerne gehabt hätte. Für die Truhe hier. Na gut. Na gut. Und den anderen Geheimraum? Ja, hier würde er Sinn ergeben. Hier oder da drüben. Schade. Schade, dann halt nicht. Zwei Bomben wieder verschwendet. Weil hier kann er nicht sein. So, jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht allzu doof anstelle. Damage ist gut. Ich muss halt schön ausweichen. Nicht in seinen Brimstone reinrennen, dann ist alles cool. Nicht in die Viecher reinrennen. Problem ist, ich müsste... Ja, genau. Ich darf... Ich muss ihn von der Seite. Von unten kann ich ihn nicht angreifen. Von unten kann ich ihn nicht angreifen. Es geht einfach nicht. Geht nur so. Nicht so hoch. Nicht so hoch. Jetzt kommt die Viecher wieder. Ach, irgendwas trifft mich immer bei dem Typen, ey. Und... Oh, Mann. Alter. Und das ist das, was ich meine. Wenn du halt getroffen... Oh, nee! Wenn du halt getroffen wirst... Dann kriegst du halt sehr, sehr selten die Energie zurück. Ich muss ihn von oben treffen. Von oben ist super. Von oben ist super, da kann er mich kaum angreifen. Von oben ist super. Wenn es so bleiben würde, jetzt kommt er halt da hoch. Ah! Ein halbes Herz noch und das war's. Jetzt wieder hoch, jetzt wieder hoch. Das ist die Strategie, die muss ich fahren, die muss ich fahren. Jii! Aber ich wurde halt schon wieder viel zu oft getroffen, das ist das Ding. Das ist so nervig. So ein nerviger Mist. So, was kriege ich hier? AP plus Luck up, okay. Ja, Schlüssel haben wir nicht bekommen. Wir haben zwei Münzen. Ich habe nicht mal einen Schlüssel für den nächsten Itemraum.
Das nicht gut. Das nicht gut. Aber wir sind noch am Leben. Und das ist gut. Okay, ich hatte 2 Herzen, 2,5. Okay, da brauche ich gar nicht reinsprengen, weil das halbe Herz ist eh nicht das halbe Herz dann. Alter. Das hat jetzt sehr wehgetan. Ich schätze, das hat mich jetzt... Wie viel Herzen gekostet? Ja, wie viel Herzen hat mich... Da ist mein... Okay, aber das ist halt kein Schlüssel. Das ist halt kein Schlüssel. Das war ein Schlüssel. Ich bekomme ein Item. Und ich bekomme einen Stein. Crying makes me toot. Keine Ahnung. Sagt mir nichts. Wäre halt schön, wenn das jetzt wirklich auch blaue Herzen gewesen wären. Aber die waren es natürlich wieder nicht. Cool. Ich habe keine Ahnung, wie viel Energie ich habe. Oder, jetzt habe ich auf jeden Fall Energie weniger. Ich schätze, ich bin bei einem halben roten Herz oder so. Ich weiß halt nicht, was von den Sachen, die ich eingesammelt habe, ob jetzt irgendwas davon in meine roten Herzen erhöht hat. Was ist das da oben, dass das so... Hä? Da war irgendeine Wolke, ganz merkwürdig. Denn? Du gehst auch bestimmt in irgendwas. Ah, da ist... Okay, ich habe so einen... Ach, das ist dieser... Ja, aber was ist das? Was macht das Ding? Das fliegt da rum. Und ich kann es so ein bisschen steuern mit den Dingsen. Oh, okay. Das zerlegt den Gegner, wenn es ihn berührt, scheinbar. Na, leider keinen Schlüssel bekommen. Ja, nützt halt nichts. Ist jetzt auch wieder dieser Wick hier unterwegs? Nee, wo ist denn der jetzt? Doch, da ist er jetzt aufgetaucht. Wenn ich den versuche, mal in den Boss zu lenken, ich kann ihn sozusagen mit den Tränen so ein bisschen steuern. Wie auch immer dieses Ding... Hey, ich habe jetzt einen zweiten. Okay, jetzt habe ich 2. Wo kommt... Ah, jetzt ist der andere weg. Keine Ahnung, was das Ding ist. Oder wo die, wie die erstellt werden oder ob die einfach auftauchen random. Aber scheinbar ist es nicht verkehrt, die in den Gegner reinzudenken. Ja gut. Viel mehr kann ich nicht tun. Ich weiß leider nicht, wie viel Energie ich habe. Das heißt, wir gehen jetzt mit der Energie, die ich habe. Gehen wir jetzt gegen Dings. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Keine Ahnung, was passieren wird. Wahrscheinlich erster Treffer tot. Das ist praktisch der gleiche Kampf wie vorhin. Ich bin seitdem nicht stärker geworden. Ich habe dieses komische Wick-Ding. Ich hoffe jetzt, dass die Münzen irgendwie auch Energie bedeutet haben. Ja, so viel dazu. Haben sie teilweise scheinbar, aber nicht ausreichend. Hat für mich nicht gereicht. Schade. Brauche ich den Raum auch gar nicht nutzen, weil ich kriege ja meine Herzen nicht zurück, so wie ich das normalerweise kenne. Ist jetzt halt die Frage... Lohnt sich sprengen? Kriege ich da jetzt mehr als eine Bombe zurück? Nein, aber Schlüssel. Für Schlüssel eigentlich okay. Weil Schlüssel sind ja tatsächlich fast wichtiger. Wegen den Räumen, ne? Und Schlüssel bekommt man halt auch nicht so häufig. Halt erstmal hier. Spider Love, okay. Kann man machen. Gehe hier eigentlich nur für die Feuer rein. Aber nicht mal das Feuer gönnt mir irgendwas.
Ach, das wird wieder ein anstrengender Kampf gegen Blow. Ich habe keinen Bock gegen Bloat. Eigentlich ist Bloat das Problem der Challenge. Eigentlich ist Bloat das Hauptproblem der Challenge im Moment. Das ist wirklich jedes Mal gegen Bloat kämpfen. Wenn ich nicht stark genug bin, ja, dann haut's halt nicht hin. Das ist so doof. Jetzt hätte ich gern noch eine Bombe. Leider ist mir kein... Vielleicht wird ja der Schlüssel eine Bombe. Oder die Pille. Ne, die Pille kann ich auch nicht. Wahrscheinlich wird die Pille eine Bombe, ne? Jetzt ist das wieder so ein Goldherz geworden. Okay. Dann würde ich aber fast gerade mal das Goldherz anders kaputt machen. Und zwar hier. Das müsste funktionieren. Oh, das hat ein ganzes Herz gekostet. Aber ich hoffe eben, dass ich... Ja. Na, dass ich... Im Prinzip habe ich jetzt mehr als vorher. Also das hat schon, das war schon sinnig. Leider keine Bombe. Ich hatte gehofft, es kommt eine Bombe noch mit raus. Aber es kam keine Bombe mit raus. Achso, wir sind noch gar nicht durch. Ich dachte, wir sind schon beim Boss. Ups, sind wir noch gar nicht. Ich habe ja noch Chancen auf Bomben da. Eine Bombe wäre schon. Das war so schlecht jetzt gerade. Holy shit, war das schlecht. Okay, Bossfight. Na gut. Es hilft nix. Kasse alles. Wie gesagt, ich muss halt von unten den angreifen. Mehr kann ich nicht tun. Und wenn er hochkommt, muss ich warten, bis er wieder runterspringt. Und dann gehe ich wieder hoch. Ach! Springt er schon wieder hoch. Hasse dich. Ach, jetzt kommen die blöden... Ich wollte gerade sagen, hier stehe ich auch ganz gut, bis der... Ach, ich bin wieder unten dran vom... Oh. Ach, fucking Bloat, Alter. Ach, Bloat. Okay, wisst ihr was? Wir resetten jetzt, bis wir ein XL haben oder direkt der Itemraum kommt. Und dann gucken wir, was da drin ist. Tears up plus Range down. Ich weiß nicht, ob das für Bloat so nice ist. Ich will mit einer XL-Ebene starten. Mir reicht's. Ich gehe zwar in die Itemräume, wenn ich da bin. Und vielleicht. Oh. Und vielleicht kommt dabei cooles Zeug. Vielleicht kommt dabei cooles Zeug raus, lul. Ja, dann gönnen wir uns mal, würde ich sagen. Oh, das ist dieser Kreis. Jetzt ist halt die Frage, riskieren wir den hier? Wenn ich den halt riskiere, habe ich noch ein halbes blaues Herz. Das ist ungünstig, ne? Und ich muss durch den Stachelraum zurück. Nein, ich darf's nicht. Ich darf's nicht nehmen. Ich darf's nicht nehmen, weil ich muss durch den Stachelraum wieder raus. Ich wäre jetzt tot, wenn ich's genommen hätte. Ich wäre jetzt einfach tot, wenn ich's genommen hätte. Okay. Gut, dass ich dran gedacht... Oh, das hätte mich jetzt... Das hätte mich jetzt böse geärgert. Gut, dass ich dran gedacht habe. Also das ist jetzt grundsätzlich... ich war zu langsam. Keine schlechte Geschichte mit dem Kreis. Ich bin gespannt, wie viel Schaden der bei Bloat machen wird. Bin echt gespannt, wie viel Schaden der bei Bloat machen wird. Ah, ich muss darüber. Okay. Okay, es wird den Raum jetzt auch sehr angenehm, weil dann ist der Raum hier ganz einfach. Und die kommen gar nicht an mich ran. Es dauert halt sehr lange, bis er sich auflädt, der Kreis. Ich glaube, mit Tears Up können wir diesen Aufladevorgang beschleunigen. Also bräuchten wir auf jeden Fall ein Tears Up. Bei Gelegenheit. Aber da ist dann auch schon der Boss. Schlüssel bekommen ist gut. Noch ein Schlüssel bekommen ist auch gut. War es tatsächlich mal ein Schlüssel? Ein Schlüssel, der ein Schlüssel war. Da könnte der Geheimraum sein.
Okay. Vorsichtig die Fässer hier sprengen. Dass die mir nicht Ärger machen. Okay. Eine Münze. Leider keine Energie mehr, mit der dazu gekommen ist. Okay, zwei blaue Herzen, ein rotes Herz, ab zu Bloat. Ich bin skeptisch. Sehr skeptisch. Ja, macht schon ganz gut Schaden. Ich muss halt an ihn... Oh, ich muss an ihn rankommen, natürlich durch dieses blöde... Durch diese blöde Blutlache. Ja, weil das... ich komme nicht an ihn ran. Ja, so komme ich ein bisschen an ihn ran. Aber wenn wir das noch stärker hinbekommen würden, wäre das echt eine coole Geschichte. Ich bin hier ganz gefährlich. An dem Punkt. Ich stehe hier ganz ungünstig. Und mach dich weg jetzt. Okay. Er ist down, aber meine Energie auch. Und das Ding ist halt, ich bräuchte jetzt ein HP ab. Ich habe jetzt, ein verfluchtes halbes rotes Herz. Leck mich doch fett. Ich kann zwar jetzt, solange ich dieses halbe rote Herz habe, wieder die Herzen einsammeln, die hier noch rumliegen. Aber das gibt mir halt kein Herz. Oh Gott, das wird wieder nix. Außer wir starten direkt beim Itemraum und er gibt mir ein Herz oder keine Ahnung. Oh Gott, ey. April's Fool ist so böse. Wir starten schon mal nicht beim Itemraum. Aber auch hier gilt jetzt eigentlich, dass die Räume selbst eigentlich machbar sein dürften mit dem, was wir haben. Hi. Also den Kreis habe ich ja zusätzlich. Ich habe jetzt nicht nur den Kreis oder so. Hier geht's nicht weiter. Hier ist Ende Gelände. Okay, alles wieder zurück. Shop interessiert mich eigentlich nicht. Aufpassen, nicht getroffen zu werden jetzt. Darum geht's jetzt erstmal. Alter, diese... Dass man halt keine Energie bekommt, das ist so bitter. Okay, jetzt habe ich wieder ein ganzes Herz. Jetzt habe ich wieder ein ganzes Herz. Itemraum. Alter, das Ding wäre so nice, wenn wir es wirklich bekommen würden. Ah, die... Oh, okay, das ist dieses. Oh, das ist... Ist eine ganz interessante Geschichte. Damit kann ich jetzt nämlich zwei Dinge tun. Ich kann die Krüge kaputt machen und daraus Münzen hoffen zu bekommen. Die ja wiederum mir Herzen geben könnten. Natürlich, ich weiß, da kann auch anderes rauskommen, deswegen bin ich vorsichtig, aber ja, genau sowas da zum Beispiel. Aber ich reiße jetzt hier alles in Stücke. Okay, noch eine Spinne. Schade. Aber jetzt komme ich jetzt hier auch an die Truhe ran. Erstmal Krüge. Sehr gut. Jetzt muss ich irgendwie die Steine da wegkriegen.
ohne in die Stacheln zu laufen. Nice. Oh, jetzt muss ich ganz vorsichtig dahin gehen. Ich laufe in die Stacheln gleich. Ich sehe es kommen. Okay. War hier noch irgendwo? Ja, hier waren noch Krüge. Tut mir leid, aber die Zeit muss sein. Jeder einzelne Krug könnte ein Herz bedeuten am Ende. Waren hier noch Krüge? Ja. Tut mir wirklich leid. Es hilft nichts. Wir müssen da jetzt durch. Letzter Krug. Okay. Okay. Das war soweit alles. Und damit kann ich halt auch dann so Steine aufmachen, ne? Die blauen Steine. Ja, nice. Dann komme ich jetzt hier an den blauen Stein ran auf jeden Fall. Und es ist The Small Rock. Sehr schön. Und das bestätigt mich. Das bestätigt mich in meiner Theorie. Das bestätigt mich jetzt komplett in meiner Theorie. Die Items sind genau dort, wo sie sonst auch sind. Also es sind genau die Items, die ich bekommen würde. Sie werden mir nur anders angezeigt. Sie werden mir nur anders angezeigt. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, dass in der Bücherei Bücher auftauchen. Ich kann mich darauf verlassen, dass im Shop Shop-Items sind. Ich kann mich darauf verlassen, dass im Angel Room Angel Room-Items sind. Sehr gut. Sehr gut zu wissen. Okay. Es ist also nicht komplett. Es ist nicht random, sondern ich sehe einfach nur nicht, welches Item dort ist. Es ist nur die Anzeige, die anders ist. Es ist nur die Anzeige. Der Run ist jetzt gleich vorbei, weil ich glaube nicht, dass ich mit der Energie, die ich habe, Bloat besiegen kann. So realistisch bin ich leider. So gut oder schlecht schätze ich mich leider ein. Es kam jetzt auch nichts mehr dazu. Keine Chance. Es wird nichts. Ich probiere es natürlich, keine Frage, aber das wird nichts. Ja. Wenn ich mich halt von jeder Scheiße wieder treffen lasse. Och, ich hasse. That's what I mean. Ah, das ist das Viech. An sich nicht verkehrt, aber naja. Machen wir mal hier noch. Ja, nee. Nee, komm. Können wir mal X. Ach nee, halt, wir gehen hier rein. Wir gucken natürlich erst. Kannst du alles behalten. Oh lol, der Würfelraum. Weißbombs. Dadurch habe ich jetzt 6 Bomben bekommen. Das ist. Ja, komm, wir spielen mal kurz weiter. Jo, ich hätte Real Talk nicht gedacht, dass es so böse werden kann, April's Fool. Ich hätte es nicht gedacht. Aber dass du halt gegen diesen scheiß Bloat die ganze Zeit kämpfst, das macht die Sache schwierig. Das macht die Sache schwierig. Ich komme mit dem Typen nicht klar. Boah, Mann, ey. Wenn man dann wenigstens, anstatt gegen das Herz am Schluss, auch gegen Bloat kämpft, dann bin ich wieder zufrieden. Und gegen Mom und so alles nicht, sondern immer gegen Bloat. Dann nehme ich das mit. Dann sehe ich das ein. 7 Bomben.
Sieben Bomben sind nicht schlecht. Okay, Bossraum. So, wir haben genug Bomben. Wir müssen die Itemräume, die Geheimräume suchen. Aber dass ich jetzt leider den Balls of Chain nicht mehr habe, ist natürlich auch ärgerlich. Weil der ist halt, wie gesagt, der ist cool für die ganzen... Na, der kann halt alles kaputt machen. Ihr habt es ja gesehen. Was? Warum labe ich? Ich hab's doch gesehen. Was labe ich denn dumm rum? Ich hab doch alles gesehen. So, hier könnte der Spezialgeheimraum sein. Neues. Oh, da hat sogar einen Schlüssel gedroppt jetzt mal. Ja, lol. Okay, ich versuche mal beides zu sprengen. Hat nicht so gut funktioniert. Na, dann lasse ich die Maschine jetzt Maschine sein. Und wir holen uns noch den normalen Geheimraum. Der wird dann wahrscheinlich... Ja, oben oder unten? Okay, hier oder hier? Man weiß es nicht. Probier mal hier. Und wenn er da ist... Bedeutet das... Dass ich mich in den Würfelraum katapultieren kann. Ohne die Schlüssel zu nutzen. Oh, das war so ein Ding. Okay. Wow, Two of Diamonds, ernsthaft. Man weiß halt nicht, was es für einen Effekt hat, das Ding. Das ist das Problem, ne? Es hätte jetzt auch ein anderer Effekt sein können. Ach, komm schon. Gib mir die Trapdoor. Was bin ich denn? Ach, ich hab so einen... Ich hab so einen Kollegen da. Was ist das denn? Der ist ja sick. Ich bin völlig überfordert gegen Bloat, aber der Kollege ist sick. Keine Ahnung, was das jetzt war. So ein Skeletttyp, Kollege. HP up ist nice. Okay. Ich sammle mal noch Herzen ein, weil jedes... Solange ich ja... Ne, solange ich nicht volle Herzen habe, kann ich jedes Herz einsammeln. Und das Herz kann ja irgendwas bringen. Das Herz kann ja irgendwas bringen. Halt, ich muss andersrum hier rein. In dem Fall bringt es überhaupt nichts, aber was soll's. Ist das da unten ein blauer Stein? Ne, ist kein blauer Stein, schade. Ich dachte. Okay, aber dann haben wir jetzt in der Ebene alles getan, was wir tun konnten. Oh, oder kam das durch das Trinket, dieses Ding? Kam durch das Trinket, diese... Ich hab doch Low Cost of War, ne? Kam das durch das Trinket oder kam das durch die... Ich hab's nämlich... Blöderweise gleichzeitig, ne? Ich habe gleichzeitig die Rune eingesetzt. Aber ich habe noch nie erlebt, dass eine Rune sowas macht. Ich glaube, dieses Trinket sorgt dafür, dass so ein Viech kommt. Kann das sein? Wir werden sehen. Vielleicht, wenn ich getroffen werde oder so. Keine Ahnung. Ist jetzt auch wurscht. Wir haben jedenfalls einen Schlüssel für den nächsten Itemraum. Also mindestens einen. Das ist schon mal gut. Oh je. Ach nee. Ah, die Fliege, die ich um mich rum habe, das ist Low Cost of War. Und die scheint zu explodieren, wenn sie in den Gegner... Die rasselt in den ersten Gegner. Stimmt, das habe ich schon mal gelesen. Die rasselt, glaube ich, in einen der Gegner rein. Und explodiert dann. Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht selber... Ich weiß nicht, ob der mich mit hochreißen kann. Aber ich will es lieber nicht rausfinden. Nice, das war ein schwarzes Herz. Zumindest ein halbes. Besser als gar keins. Okay, da komme ich auch jetzt ran. Ich habe genug...
Ah, oh, es wäre so cool gewesen, wenn der das selber gesprengt hätte. Aber gut, was soll's. Ich komm ran. So, die Frage ist jetzt... Sind das wirklich... Ja, das sind wirklich diese Tränen. Dann lassen wir das. Dann nehmen wir lieber den Locust mit. Okay, Energie ist nice. Energie ist nice. Schön, schön. Na, und jetzt ist der da auch reingezappt. Okay, Itemraum. Eigentlich ist es echt gut, solange wir dieses halbe rote Herz haben und kein Herz mehr dazu bekommen, kann ich jedes rote Herz einsammeln, ne? Okay, wir haben ein Spacebar-Item, was sich zweifach auflädt. Natürlich ist es im Normalfall nicht Teleport, ne? Wir haben ein Spacebar-Item einfach. Das ist es. Wir haben ein Spacebar-Item. Okay. Shop gehe ich nicht, aber ich werde auf jeden Fall... Ich werde auf jeden Fall... darauf hoffen, dass hier was Gescheites drin ist. Nein, jetzt ist das Herz aufgefüllt. Naja, gut, es ist halt so. Na, eine Karte. Man weiß halt jetzt nicht, was die Karte macht. Ich setze beim Boss ein. In der Hoffnung, dass sie irgendwas Brauchbares tut. So ist das jetzt wohl. Wie viele Räume kommen noch, ist die Frage. Dann könnte ich ja das Spacebar-Item mal einsetzen. Nee, ich bin in dem... Wobei, das ist ein großer Raum. Ich glaube, der gibt sogar zwei. Oh, ich habe Dings gespawnt, ne? Das war hier Dings. The Tower. Glaube ich. Wo sollen sonst die Bomben hergekommen sein? Alter, wir haben böse viele Herzen gerade. Es wäre echt ärgerlich, das jetzt zu versauen. Also zumindest auf der Ebene. Es kann natürlich noch viel passieren, gar keine Frage. Oh Mann, ey, jetzt dauert es so lange, hier den Quatsch zu bekämpfen. So viele Einzelgegner, das ist so nervig. Es geht alle weg. Ich will nicht mit euch spielen. Ich würde fast sogar am liebsten es riskieren und mit der Energie, die ich habe, kurz den Stachelraum besuchen. Ich bin ganz ehrlich. Hör auf, irgendwelche Kacke zu spawnen. Solange du das machst, komme ich hier nicht an dich ran. So. Vielleicht gehen wir nach dem Boss zum Stachelraum. Machen wir es so. Ich glaube, das ist besser. Nicht, dass ich es dann noch versaue. Weil ich im Stachelraum, keine Ahnung, zu oft getroffen werde und dann... Ja, ne? Stachelraum kann ja auch böse sein. Und die Karte, die ich habe, muss ja nicht The Fool sein. Nur weil The Fool dran steht, ist ja nicht The Fool drin. So, das Ding ist aufgeladen. Wir sind soweit dabei. Schauen wir mal, was das Spacebar-Item beim Boss macht. Jammhart. Nice. Nicht. Okay, Karte. Ernsthaft. Naja. Coole Karte, aber nicht jetzt. Okay, ich versuche jetzt mal wirklich... Er drängt mich schon wieder so in die Ecke. Ich kann jetzt nicht... Ja, genau deswegen. Bruder. Ja, es war mir klar, aber ich musste es riskieren. Ich musste da weg. Ich musste da irgendwie weg. Ich muss immer versuchen, über ihn zu kommen. Und halt nicht an ihn zu nah ran. Wieso mache ich das jedes Mal? Wieso... Boah. Hab ich das Viech wieder erwischt?
Okay, jetzt kann ich über ihn. Vorsichtig an ihm vorbei. Jetzt kommt die da hoch gerade. Oh, nee! Der braucht so ewig, bis er da aufgeht. Es ist so nervig, gegen den zu kämpfen jedes Mal. Muss die echt den wählen, ey. Warum nicht Monstro 2 oder so? Warum dem seine zweite Version? Der hat so viele böse... Ja! Der hat so viele böse Fähigkeiten. So, jetzt weg mit dir. Nicht nochmal springen. Weg jetzt. Bevor sich mein blaues Herz verabschiedet. Mein schwarzes Herz. Das hätte ich gerne noch. Okay, gib mir Satan-Deal. Damage und Range-Up ist nice. Wir gucken mal rein. Oder gucken wir rein? Wir haben ja gerade gehört, gelernt... Wegen Angel Deal, ne? Wenn ich jetzt nicht reingehe und ich will eigentlich meine Herzen behalten. Ich muss meine Herzen behalten. Wir müssen auf Angel Deal gehen. Es geht gar nicht anders. Sorry Leute, ich bin komplett doof. Wir müssen auf Angel Deal gehen. Ich gehe nicht in den Satan Deal. Auf gar keinen Fall. Ich spreng jetzt allerdings mich mal schnell in den Geheimraum. Der ist hier. Ha, hab die Bombe wiederbekommen. Sehr schön. Oh, okay. Riskante Geheimraum. Riskanter Geheimraum, aber let's go. Toll. I hate everything. Okay, hauen wir ab. Hauen wir ab. Ich glaube, ich kann nichts weiter hier tun. Alle paar Räume werde ich natürlich das Baseball-Item einsetzen, weil nicht nur beim Boss. Alle zwei Räume lädt sich's ja auf. Schauen wir mal, was es mir bringt. Nee. Nee. Oh, gefährlicher Raum. Der wird... Der kann... Ja, Mann, der... Die machen halt immer ein ganzes Herzschaden. Okay. Ich habe irgendwelche Pilze... Was zum... Ich habe es gesehen. Ich habe irgendeinen Pilz konsumiert. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt... Alter. Warum sollte man dieses Baseball-Item jemals einsetzen? Hat es irgendeinen Vorteil? Kriegt man irgendwelche Stat-Ups dadurch? Ich habe nicht hingeguckt, ob da ein Stat-Up dazu in dem Zeitraum passiert ist. Aber yo, das ist ja... richtig böse. Ich hoffe, das geht wieder weg in den nächsten Räumen. Oh mein Gott, nein. Ziehe ich das jetzt die ganze Ebene mit mir mit? Wieso hat die Geschenkbombe nichts geschenkt? Damage Up ist nice. Aber wieso hat die Geschenkbombe nichts geschenkt? Jetzt hat sie was geschenkt. Equality. Ich weiß nicht, was Equality macht. Die Frage ist, macht Equality das, was es wirklich macht? Das ist ja die eigentliche Frage. Macht Equality das, was es wirklich macht? Und was macht Equality wirklich? Ist ein Afterbirth Plus Trinket. When you have the same amount of coins, bombs and keys. Ach so. Na, na, na. Solange man die gleiche Anzahl an Münzen, Bomben und Schlüsseln hat, werden Items, glaube ich, doppelt gedroppt oder so. Aber dann hat man ja nicht mehr die gleiche Anzahl. Keine Ahnung, ich habe es nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall nein. Dann lieber die Lotus. Alter, dieser Effekt geht nicht weg, ne? Okay, ich bin ein Samurai kurz gewesen oder so.
Aber was ist das für ein Effekt? Warum sollte man diesen Effekt einsetzen? Was hat man von dem Effekt? Der muss ja irgendeinen Vorteil haben, dass man jetzt die ganze Ebene über so einen Pilz gefressen hat. Ich habe kein HP ab dadurch bekommen. Das hat es einen Full-Heal-Effekt und den habe ich natürlich mitbekommen, weil ich volle Herzen habe. Ich weiß nicht, was es für einen Effekt hat. Irgendeinen Effekt muss es grundsätzlich haben. Also einen positiven Effekt natürlich. Aber ich... Oh, es wird wieder... Oh, das hat gedauert. Okay, es kann auch wieder normal werden. Lul. So, ich spring mal vorsichtig den Stein darüber. Okay. Wir sind jetzt... Ah, da oben ist nochmal so ein großer Raum. Wo wird es denn zum Itemraum gehen? Oh, lol! Oh, lol! Das war ein Spacebar-Item, was einfach ein Item gedroppt hat. Oh, lol! Stimmt, wir könnten ja als Spacebar-Item auch diese Pandoras-Box und so bekommen, ne? Jo, das ist übrigens ein sicker Familiar, den ich da habe. Der gefällt mir. Ja, wieso? Spreng ich manchmal? Habe ich Tiers, die sprengen? Sprengen manche meiner Tiers hier Dinge? Oder habe ich das mir gerade einge... Hä? Hey? Okay, egal. Oh, noch ein Trinket. Bombs are key. Wir bleiben bei Bring War. Okay, es geht nach links. Zum Boss. Okay, wir machen schon mal den Weg auf. Das ist ekelhaft. Komme ich da in ein... Oh Gott. Oh Gott, das ist ja... Das ist ja richtig ekelhaft. Okay, ich muss da ganz vorsichtig... Oh mein Gott. Okay. Okay, wir haben's. Bruder, das ist ja böse gewesen. Also, real talk. So, aber wir haben den Itemraum noch nicht. Den müssen wir auf jeden Fall holen. Das ist ganz klar. Itemraum müssen wir... Ich dachte gerade irgendwie, ich gehe in den Raum, wo ich schon drin war. Ich bin ja andersrum gelaufen. Ganz vergessen. Das war jetzt ein dummer Hit. Das war jetzt ein sehr dummer Hit. Aber es ist... Oh, wir kriegen unser Herz wieder. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt da unten. Okay, ich laufe jetzt... Jetzt laufe ich wirklich den Weg hoch, den ich schon gegangen bin. Ja, jetzt komme ich diesen Gang hoch. Jetzt bin ich... Da geht es jetzt nur noch... Hier muss ich noch hin. Da war ich noch nicht. Da muss jetzt irgendwann relativ schnell der Itemraum kommen. Deswegen setze ich jetzt auch lieber nicht mehr meinen Teleporter ein, dass ich den, mein Spacebar-Item ein, dass ich das auf jeden Fall bei Dings habe. Bei, weißt du schon. Ja, da ist er. Okay. Okay. Sissy Longlegs. Ja, ist okay. Ist okay. Ist halt Sissy Longlegs. Nicht jetzt der größte Knaller. So, wo könnte der Geheimraum sein? Zwei Möglichkeiten. Da, wo der Shop ist, wäre denkbar. Würde das von hier aus auch gehen? Nein. Doch, von hier aus wird es gerade gehen. Von hier aus auch. Probieren wir es aus. Nice. Oh, nice. Der Schlüssel hat ein halbes Herz dazu. Okay. Okay, der Raum war nicht verkehrt. Hat ein bisschen mehr Energie uns gegeben. Passt. Kann man machen.
Gut, so. Jetzt also wieder Bossfight. Wir sind besser ausgerüstet als das letzte Mal. So viel kann man dazu sagen. Und das Baseball-Item könnt ihr auch wieder was Cooles machen. Entschuldigung. Ich probiere noch einen Raum probiere ich noch. Der könnte nämlich hier unten sein. Da könnte er, also da würde er von der Lage her Sinn ergeben. Schade. Dann nicht. Er gibt auch noch woanders Sinn, ganz klar, aber er hätte da sein können. Naja, was soll's. So, leider weiß ich nicht, was es diesmal gemacht hat, das Baseball-Item. Irgendwas hat's gemacht. Die Karte hat einfach Two of Dings gemacht, okay. Aber guck mal, wir sind jetzt schon echt stärker geworden. Also wir legen Bloat jetzt ziemlich auseinander. Ja, wir zerlegen Bloat jetzt ziemlich, das ist gut. Er mich zwar auch noch, aber wir ihn auch. Und da ist mein Engelraum. Und da ist mein Damage ab und HP ab. Meat war das. Oh, Junge. Oha. Okay, es ist jetzt. Ja, jetzt ist es ein anderes Baseball-Item. Eins, was mir wahrscheinlich nichts bringt. Wait, was ist das denn? Was ist das? Ich muss es lesen. Das muss ich jetzt lesen. Ich habe halt nur gesehen, dass es 6 Bars hat. Aber was macht das? Das ist ein ganz altes. Breath of Life, Invincibility at Cost. While you hold this space bar down with this item, it will empty the charge bar gradually. Ah ja, ach so, wenn, ja, okay, weil ich losgelassen habe, hat es wieder losgedingst. Wenn die Charge Bar ist bei 0, bekomme ich eine kurze Unverwundbarkeit. Wenn man sie zu lange hält, nimmt man Schaden. Okay. Ich muss es kurz ausprobieren, ob das so funktioniert, wie ich es denke. Ah, okay, also es ist wirklich der. Also hier funktioniert es jetzt wirklich wie das unverwundbar, also wie das, ne? Okay, aber es ist wirklich nur ganz kurz mit dem Schaden, mit der Unverwundbarkeit. Aber ich weiß nicht. Dann bleibe ich lieber bei dem. Jetzt frage ich mich nur, ob ich hier an die Truhen rangehen soll. Ich habe halt nur 3 Schlüssel und ich würde lieber den nächsten Itemraum aufsuchen. Muss ich ja gestehen. Ich würde lieber den nächsten Itemraum aufsuchen. Leider nicht das beste Angel Room Item. Schade. Es hätte echt ein gutes sein können. Aber ich hoffe, also ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, dass ich das jetzt so gelöst habe. Aber ich sehe das doch richtig, dass mir das jetzt nicht so viel gebracht hätte in dem Fall. Weil so lange war es die Invisibility halt echt nicht. Ne? Will ich mit 6 Münzen in die. Nein, ich will mit 6 Münzen nicht in die Arcade rein. Ich könnte zwar ein bisschen was sprengen, wir lassen es erstmal. Wir gucken erstmal, was wir sonst so hier brauchen und bekommen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber es ist halt einfach irgendetwas passiert. Ich habe jetzt einen Kreisel um mich rum. Ah, der Kreisel ist wieder weg. Nee, der Kreisel ist noch da. Seit wann habe ich den Kreisel um mich rum? Den sehe ich jetzt erst. Ist der dauerhaft? Nee, jetzt ist er weg. Oh, das Cube Baby. Ja, okay. Damit kann man ganz coole Sachen machen.
Damit kann man tatsächlich ganz coole Sachen machen. Wenn man mal treffen würde. Naja, was soll's. Okay. Lol. Auch nicht schlecht. Also eigentlich wäre jetzt wirklich der Gang zum Boss der schnellste, ne? Dass wir wirklich schauen, dass wir zum Boss kommen. Und dann nicht ewig lang jetzt rumwurschteln. Das wäre so jetzt, glaube ich, das Ding, was ich anpeile. Weil wir... Oh, Schlüssel sind gerade richtig gut gewesen. Haben schön Energie gegeben. Weil wir sind gerade wirklich ganz gut dabei, muss ich gestehen. Und ich will jetzt eigentlich nicht ewig viele Räume spielen und dann geht es wieder schief, sondern ich will jetzt eigentlich schon zum Boss. Und gerade schaffen wir Bloat ganz gut. Ich weiß nicht, ob Bloat mit jeder weiteren Ebene nochmal stärker wird. Oh, okay, hier geht's gar nicht weiter. Ah, das ist jetzt kein schöner Raum. Das ist jetzt ein sehr unangenehmer Raum. Vielleicht können die Spinnen hier mal die Geschichte klären. Oh, komm! Ah, okay, aber den kriege ich jetzt weg. Ich bin reingerannt in den Typen. Das darf nicht wahr sein. Kann ich den da mal irgendwie versuchen, dahin zu lotsen darüber? Kann der die erledigen, wenn die zu sind? Yo. Durch die Stacheln macht es das halt echt unangenehm, dahin zu gehen. Weil, ja genau, ne? Ich muss echt nah ran, damit die überhaupt aufgehen erst. Gut. Okay, der ist weg und jetzt geht der andere auch weg, natürlich. Ah, das war ein blöder Raum. Der war sehr unangenehm. Was habe ich denn jetzt wieder? Ich habe voll das geile Schwert gehabt. Wir kriegen so ein bisschen eine Preview, was es alles für coole Spacebar-Items gibt. Das ist natürlich auch schön. Oh! Das war Visible Dings. Nice. Jetzt sehe ich die Geheimräume. Und rein zufällig ist hier auch auf. Oh. Ich versuche es nochmal, beide zu sprengen. Ha! Man kann es also doch. Man kann also doch beide sprengen. So, wie weit ist denn jetzt noch bis zum Boss? Gut. Bin zufrieden. Der Hit war jetzt dumm, weil das hat mir jetzt meine Deal-Chance versemmelt. Aber naja. Ich schätze, es ist egal, welche Karten man nimmt, ne? So, ich kann jetzt nicht sagen, Jarriot nehme ich mit und Hart nehme ich mit. So, es ist halt eine Karte. Keine Ahnung, was dieses Messer über mir macht. Das gefällt mir nicht. Sieht gefährlich aus. Aua. Was macht dieses Messer über mir? Das ist über mir. Ich will das nicht. Ich will, dass das über dem Boss ist oder so. Was hat dieses Messer über mir verloren? Das sieht wirklich sehr gefährlich aus. Ich würde damit nicht spielen wollen. Zum Glück ist unser Schaden akzeptabel und wir machen ihn recht schnell weg. So gut. Oh, wo bin ich reingelaufen? In die Blutlache von ihm? Ach, leck mich doch. Da ist ein Knochenherz, aber es ist kein Knochen. Es ist nicht mal ein Knochen, nicht mal das Knochenherz, es ist ein Knochenherz. Ich bin sauer. Yo, zwei Items. Aber es ist wahrscheinlich eh egal, weil wir kriegen wahrscheinlich eins. Ne, wir kriegen beide! Wir kriegen einfach beide Items. Okay, so, ich hole mir jetzt erst die Karte. Ich weiß nicht, was dieses Ding über mir ist. Ist es jetzt weg? Es ist immer noch da. Alter, das sieht böse gefährlich aus. Ich muss ganz schnell diese Ebene verlassen. Ich hoffe, dann ist es weg.
Ich weiß nicht, was ich mir da über den Kopf gesetzt habe. Ah, ich würde aber jetzt doch noch gern die Herzen ablaufen. Weil vielleicht bringen die noch was. Ich weiß halt nicht, was dieses Ding macht. Ich hab... Ja, aber jetzt ist nichts mehr da. Jetzt gehen wir raus. Jetzt hauen wir ab. Ich hoffe, das Ding ist jetzt gleich weg. Macht nichts Böses mehr mit mir. Bitte sei weg, komisches Messer über mir. Nein! Okay, ich muss nachgucken, was das ist. Ich muss dieses Messer jetzt in den Items finden. Was macht das? Das ist hundertprozentig neu. Das könnte Damokles sein. Es sieht aus wie Damokles. So, das ist ja auch dieses Damokles-Schwert, das über einem schwebt. Das sagt man ja so. Ich muss es jetzt lesen. Es tut mir leid, ich spoiler mich damit jetzt. Ich weiß, aber ich muss es jetzt lesen. Ich muss wissen, wann mich dieses Ding treffen kann. Wenn benutzt, platziert es ein Schwert direkt über Isaacs Kopf. Und solange es aktiv ist... Ah, okay. Solange ich dieses Ding habe, bekomme ich immer ein extra Item für jedes Pedestal-Item. Also im Item-Shop ist ein extra Item und beim Boss ist ein extra Item. Deswegen waren da zwei Items. Das lag an diesem Damokles-Schwert. Wenn man einmal getroffen wurde, während dieses Item aktiv ist, kann dieses Schwert fallen und Isaac instant töten, egal wie viel Leben er hat. Wenn man... Oh mein Gott! Wenn man getroffen wurde, hat das Schwert eine 1 zu 10.000 Chance, alle 4 Frames zu fallen. Ausgerechnet bedeutet, dass man hat eine 4,4% Chance pro Minute... Oh mein Gott. Die einzige Möglichkeit, das fallende Schwert zu überleben, ist durch extra Leben. Durch Items, die einen unverwundbar machen würden. Alter, ich bin erledigt. Ich bin erledigt. Das Ding kann jederzeit auf mich draufknallen. Ich wurde ja getroffen. Ich wurde ja getroffen, oder? Also es ist doch... Es müsste doch jetzt schon diesen Effekt ausgelöst haben, dass es jetzt irgendwann auf mich drauf fallen kann. Ich wurde doch getroffen, während ich das hatte. Oh mein Gott, ich bin erledigt. Wir müssen irgendwie ganz schnell extra Leben bekommen. Nein, der One ist doch gerade echt okay. Nein! Nein, das darf nicht wahr sein. Nein, jetzt wurde ich wieder getroffen. Oh mein Gott, ich muss dieses Ding... Ich muss irgendwas... Oh, das war's. Was soll ich tun? Das kriege ich nicht mehr. Ich kann nichts tun. Ich bin machtlos. Ich hätte nicht gedacht, dass es solche bösen Spacebar-Items gibt. Oh mein Gott. Das macht meine ganze Theorie leider ein bisschen kaputt. So von wegen, okay, ich setze einfach Spacebar-Items wild ein. Wird schon schief gehen. Das ist dieses wird schon schief gehen. Das ist das schief in wird schon. Alter. Das Ding kann einfach jederzeit auf mich runterstürzen. Ich wurde schon wieder getroffen. Alter, ich werde gerade viel zu oft getroffen.
Jetzt bin ich super nervös. Ich hätte es nicht lesen sollen. Ich meine, jetzt kriege ich zwei Items. Vielleicht ist ein HP, vielleicht ist ein One-Up dabei. Mix ist dabei. Oh mein Gott. Ich meine, wir werden böse OP mit dem Ding. Wir werden mit dem Ding böse OP. Na, aber deswegen... Oh, scheiße. Zu welchen Kosten? Man darf mit dem Ding praktisch nicht mehr getroffen werden, sobald man es hat. Lol, ich port mich einfach zum Boss. Ist okay. Ich bin gerade viel zu aufgeregt. Jetzt kann ich überhaupt nicht mehr normal spielen. So eine Kacke. Bruder. Jetzt kriege ich wieder zwei Items. HP und Shot Speed up. Collect them all. Judgment. Was ist das für ein Raum gewesen? Hä? Ich dachte, es ist der Bossraum. Wieso komme ich nicht raus? Hä? Hä, wo war ich drin? Hä, was war das? Ich war doch gerade im Bossraum. Wieso komme ich da jetzt nicht raus? What? What? Was? Wo muss ich hin? Alter, Schwert macht keine Scheiße da. Oh mein Gott. Bitte spawn ein Item. Bitte spawn ein Item, wenn ich dich besiegt habe. Dass ich zwei krieg. Bitte spawn ein Item. Und dann halt nicht. Ja, Credit Card ist okay. Yo! Okay, okay. Wir sind im Engelraum. Das könnte mir ein One-Up geben. Das könnte mir ein One-Up geben. Was? Ja, guck, es ist egal, was ich einsammle. Alles könnte ein One-Up sein. All Stats Up ist kein One-Up. Noch ein Item. Holy Shield. Kann der Holy Shield mich heilen? Kann der mich retten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Alter, diese Teleport-Dinger, die ich habe, ne? Holy Shit. Ich hoffe, der Holy Shield rettet mich sofort. So one time, keine Ahnung. Irgendwas. Wo bin ich jetzt gelandet? Ach, im Stachelraum. Nun. Raus hier. Alter, ich hab einfach... Oh, hey, geht's nicht weiter? Wo ist dieser Scheiß? Ich hab doch den Boss schon besiegt. Wieso komme ich hier nicht raus? Ey, dieser April Fool's One, der ist einfach, durch dieses dumme Schwert über mir, ist der noch verrückter, als er halt eh schon wäre. Jetzt habe ich wieder diesen komischen Dings da. Der kommt also wirklich durch die Runen. Jetzt ist er wieder weg. Und ich habe Lil Monstro, sehe ich gerade. Lil Monstro ist über awesome. Hä? Ich bin jetzt über OP und ich komme nicht raus. Wo ist dieser Scheiß? Wo bin ich denn jetzt? Da, wo der Stachelraum ist, geht's noch höher, oder was? Nee, hä? Nee, hier war der Mini-Boss.
Hier ist nix. Hier ist auch nix. Hier ist der Itemraum gewesen. Was? Wo muss ich, wo komme ich raus? Wo ist der Ausgang? Hier ist auch nix. Hier ist, es ist kein Curse of the Maze. Hä? Es gibt keinen Ausgang mehr. Schaut euch die Karte an. Das zeigt hier zwar noch einen Gang nach oben an, aber der geht's hier noch gerade hoch? Ach, hier geht's noch hoch. Habe ich nicht gesehen. Alter, ich bin durch. Leute, ich bin komplett durch jetzt mit der Scheiße. Mit diesem Messer, was da über mir ist. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwann auf mich runterstürzen wird oder nicht. Und ich will es eigentlich auch nicht rausfinden. Lieber noch. Come on! Oh nein! Es hat mich gerichtet, das Schwert des Damokles. Wie man den April Fool's One einfach noch verrückter machen kann. Gerne eure Gedanken zu diesen ganzen Runs hier in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Alter. Danke fürs Zuschauen. Ey. Es hätte so schön werden können. Es hätte so schön werden können. Okay, ich... Dieses Schwert. Dieses Schwert beendet once. Und es ist ein Spacebar-Item. Und damit ist meine Theorie... doch einfach Spacebar-Items wild einzusetzen, wenn ich sie bekomme, ein bisschen abgeschwächt, und das gefällt mir nicht. Oh Gott. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Alle 4 Frames, ein Zehntausendstel. In der Minute 4,4%. Oh Mann.